Wieder über eine Brücke rüber. Ach Mensch. Über Siebelbrücke musst du gehen. Ich habe keine Ahnung, wie die Melodie dazu ist. Oh, das ist wieder ein Quest. Ja. Ach ja, stimmt. Das wird wahrscheinlich das Anwesen sein. Oh, findet die getöteten Legionäre. Ach nee, das ist kein Anwesen, das sind getötete Legionäre. Ach ja, geil. Oh, da ist der Siegelring. Verschwindet, ihr blöden Raben. So, da haben wir den Siegelring. Silberring. Oder Siegelring? Siegel, oder? Ach, egal. Warte, da liegt schon zurück. Und da wir jetzt gerade wieder was geschafft haben, würde ich sagen, wieder ausrüsten, ausrüsten. Ja, ich glaube auch. Meins. Schneller. So, ich habe hier was Neues. Beweglichkeit ja, und Ausdauer, aber, nicht so gut, aber naja, ich habe Ausdauer dann mehr. Ich mache Ausdauer mehr rein. Ich glaube, das wäre mal ganz gut für dich. Hallo, den habe ich ja genau. So, mehr habe ich ja nicht Neues, also bist du dran. Okay. Gut, damit komme ich zurecht. Hab aber auch noch nicht so viel, glaube ich. Mal, was hat. Nein, hier war alles. Das war alles ist schon. Die okay. Stiefel sind neu. Yo. Aber die sind nicht so super, glaube ich. Die sind eher nicht so super. Naja, ja, stimmt. Nee, die gehen jetzt mal gerade nicht so richtig. Und? Okay, gut. Hier drüben war noch was? Ja, schlecht. Du hast einen Arsch? Ach ja, ist total schlecht. So, wenn wir zurück zum komischen Dorf kommen, dann kann wieder was Schönes kommen. So, dann wieder vollkommen zurück. Dreh mal die Kamera. Ich krieg das immer nicht so richtig hin, deswegen werde er immer gegen... Seid vorsichtig. Oh. Ihr seid hier in Gefahr. What? Und nicht nur wegen der Kreaturen des Waldes. What the heck? Das ist auch ein Arsch. Ein Archon. Ach ja. Nee, ich glaube, das ist ja so eine Art Geist. Okay, woher seid ihr gekommen? Nee, wer seid ihr eigentlich? Wie lautet euer Name? Haben wir uns schon einmal getroffen? Ich bin ein Freund. Wir haben uns noch nie getroffen, aber ich kenne die Legion schon lange. Au. Viele kommen in ihren Visionen und Träumen hierher. Ihr seid die Ersten, die diesen Ort in wachem Zustand betreten. Die Ersten seit vielen Jahren. Oh, toll. Sagt es mir schnell, was führt euch hierher? Ein Ring oder Udo? Frodo oder der Ring? Ein Frodo. Frodo und der und sein Ring. Hier, Udo. Ein alter Legionär schickte mich, um diesen Ort zu finden. Sein Name Frodo. Ist Udo. Ich habe Udo einst getroffen, vor langer Zeit. Er erinnert sich noch daran, aber er ist sich nicht sicher, ob es nur ein Traum oder die Realität war. Seine Träume haben Udo in diesen Hain geführt, aber nie absichtlich. Warum hat er euch hierher geschickt? Um diesen Ring zu finden. Ja. Die Rebellion müssen wir erstmal sehen. Wir haben nach dem Ring des Großmeisters gesucht, um die Dimensionspassagen der Legion zu öffnen. Dieser Ring ist wichtig, aber nicht so wie Udo denkt. Er öffnet keine Dimensionspassagen. Ach, na toll. Schön. Der Bau der Schön, dass sie wieder sinnlos sich gegengewandert sind und irgendwelche Scheiße umgewälzt haben und es sich bringt. Sie wurde uns von den alten Göttern verliehen. Eine Dimensionspassage zu öffnen ist ebenfalls ein Schöpfungsakt. Ich kann euch diese Kraft verleihen. Aber ihr müsst versprechen, nie wieder hierher zu kommen. Warum nicht? Oh ja, klar. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Könnt ihr mir wenigstens den Grund dafür erklären? Im Herzen dieses Waldes gibt es einen Samen. Einen, der seit vielen langen Jahren schläft. Er birgt eine große Macht und großes Potenzial in sich, aber nicht für das Gute. Nicht mehr. Er ist sehr, sehr alt. Älter als das übrige Tal, älter als die Berge oder der Himmel. Oh, schön. Das ist wahrscheinlich nicht besonders alt. Ihr müsst gehen. Ja, okay, gut. Ich bin noch nicht bereit. Wieso eigentlich? Wieso sind wir noch nicht bereit? Weil wir dann noch nicht den Schatz finden können. Wir müssen einmal noch im Wald. Achso, ich bin noch nicht bereit. Wartet, ich habe noch mehr Fragen. Achso, das meint sie. Achso. Ich werde euch wiedersehen. Aber nicht jetzt. Nicht hier. Ich schicke euch an den Rand des Waldes zurück. Erinnert euch daran, was ihr hier gesehen habt. Haltet es fest in euren Gedanken, oder es wird euch wie ein Traum entfliehen. Ja. Die Dimensionspassagen stehen euch zur Verfügung. Nutzt sie, um euer Königreich wieder aufzubauen und vereint euer Land. Ich bitte nur um eines. Lasst niemanden einen Fuß in diesen Wald setzen, weder Freund noch Feind. Ich werde diesen Ort bewachen. Solange ich kann. Okay. Ja. Hat Treasure. Beam. Schade. Wir können eh nicht mehr rein übrigens. Nein, Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln. Tötet sie, tötet die Wurzeln. Ja, egal. Auch wurscht, wir müssen weg. Hier lang, in die Richtung? Ja, ja, wir gehen jetzt nach da. Halt mal da. Nein, du siehst es da, Quest-Sache. So, hier. Deswegen wollte ich nicht, weil ich da noch einen anderen Weg gesehen habe und ich denke, da sind da auch wieder die komischen Typen. Hier lang? Ja, da ist die sozusagen. Okay.
Ach ja, hier sind wir jetzt wieder. Oder nee, hier sind wir nicht. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, 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 der haut. Wieso bin ich gestunt gerade eben? Au, 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 au. Ich hab den Adapter des Dings. Au, 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 au. Au, fuck, ich bin tot. Au, 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 au. Au, 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 au. Warte mal, ich teleportiere mich mal durch ihn durch. Aua! Gut. Scheiße, ich habe mich gerade versucht zu heilen noch. Aber... Wir schließen. Ja, weiter. Ein Glück habe ich gespeichert, nicht wahr? Nee. Hätte ich jetzt nicht gespeichert, dann wäre das wirklich kacke gewesen. Zerstöre alles, was du kannst. Okay. Da ist rein, nicht nur die Seele, sondern ist auch vollkommen scheißegal, was da steht. So, wir versuchen es. Warte mal, nee. Schon nach. Was machst du da für eine... Wieso machst du das? Weil ich gerade die falsche Taste gedrückt habe und ich habe gerade gemerkt, dass meine Super-Multifunktionstaste so durchdreht. Au, 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 au. Au, 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 au. Au. Jetzt habe ich deinen Kreis zerstört, kann sein? Nee, kannst du nicht zerstören, der hat einfach nur... Nein! Aua! Die stunt, der stunt mich irgendwie. Nein! 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 Du passierst nicht eigentlich weg! Der geht doch gar nicht auf dich, der geht auf mich, der. Ich hab doch Akku gerade. Fuck! Jetzt hör, oh, hör auf, ich zieh doch gerade die ganze Zeit den Akku. Kannst du doch einfach irgendwie raufgehen. Aua! Au! Leute, ja, nur deswegen, weil du die ganze Zeit weggerannt bist, Mann! So, da hinten. Treasure! Treasure, Treasure, Treasure! Und Loot! Und verschollenen Ahnenbücher. Episch. In deinem Haus, das Haus Grund. Ich möchte das nicht lesen. Das ist so viel, das geht einem echt nur auf den Nerven. Ich glaube, Schuss der Rache, sehr gut für dich wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. So, allem, wir müssen noch irgendwo eine Questsache finden. Eine Questsache, also so ein Buch meinst du? Ja. Ja, wäre zumindest mal eine Überlegung wert. Ich geh mal kurz aus der Gestalt wieder raus. Und hauen wir mal kurz den hier rein. Hä? Willst du speichern. Östlicher Wald. Das heißt, wenn eigentlich ist es zu zweit viel einfacher, würde ich sagen, das Spiel. Nee, ich glaube nicht, das passt sich dynamisch, glaube ich, an. Dass die Gegner naja, auch weil, mehr weil Leben der haben. Geht ja auf dich. Ja, gut, das schon, aber dass die Gegner mehr Leben haben. Oh, warte mal, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe jetzt gerade mal kurz überlegt, ob man nicht einfach auf Distanz Scheiße hier machen kann. Und das hat es dann doch irgendwie gebracht. Warte mal, hier waren wir schon, oder? Ja, obwohl, die, nee, die Gegner respawnen hier immer. Ja? Kacke. Ja, die Geil. Respawnen. Die können leveln. Aber, wir gehen aber ich glaube nur nach erfolgreichem Levelabschluss sozusagen. Bams. Das klingt gerade richtig krass bei diesen ganzen kleinen Viechern. Ich mach mal das. Oh ja, oh ja. Das ist richtig geile Kombination. Vor allem ist eine richtig geile Kombination gerade. Aber es bringt sehr wenig halt Schaden, aber es sind sehr viele. Es ist nicht sehr so viel Schaden, aber dafür... Bams. So, ich wechsle mal kurz die Gestalt wieder. Weil jetzt habe ich hier keine Fähigkeiten mehr. Die ich gerade. Ach, da ist keiner mehr. Sah man gar nicht mehr vor lauter Scheiße. So. Gehen da wir mal unten, dort. Da waren Viecher, jede Menge. Hey, hier. Ich mache mal kurz wieder den hier. Bam! So, es ist richtig geil irgendwie, wenn man diese beiden Fähigkeiten kombiniert, dann geht irgendwie alles dreimal so schnell. Es ist gar nichts mehr da. Oh. Da brauchst du mir drauf zu hauen. Da holt er noch 5 oder 6 Mal seine Kugel. Oh, das ist was Gutes für mich. Oh ja, stimmt, das ist ein blauer Gegenstand. Hey. Für 2000 Gold. So, wir gehen da lang. Ja, ja, das. immer die Viecher sozusagen platt machen. Bam. Und das war wieder vollkommen sinnlos, weil da nichts mehr ist. Stimmt. Aber übrigens, wenn ich A drücke, dann macht er noch vielleicht einen G danach, weil ich ja zu schnell A drücke für den. Weil ich kann ja nicht... Stimmt, hast recht. Dann macht er ja schon mehrmals. Aber warte registriert mal. Noch. So, wir gehen da lang, weil da waren wir ja noch nicht. Oh, warte mal. Habe ich jetzt gerade eigentlich meinen Superkreis da hinten gepflanzt? Oh, ja. Oh, da hinten die Spinne, du hast sie gefiert oder so. Ja, perfekt. Ich weiß gar nicht, was diese komische Zeit-Ding ist. Oben drauf gucke da hinten das letzte Ahnenbuch. Ah ja, stimmt. Ah, ja. Dann speichern wir mal kurz zwischendurch. Wir sind gerade übrigens wieder kurz vom Level ab. So, östlicher Blarkrams.
Wir sind übrigens Level 5. Oh ja, stimmt. Stimmt, das ist ganz, ganz und krass, wir sind gleich Level kurz vorm Dingens Level ab. Hey, das war ja perfekt gerade. Die Eier am besten, glaube ich, vorher zerstören, bevor die schlüpfen können. Jetzt komm schon. Ich mach jetzt. Bam! Ich mach die schon deswegen, weil ich krieg ja die ganze Level ab. Wow, das ging schnell. Ich krieg ja die ganze Zeit das, was ich verliere, sofort wieder zurück durch den Schaden, den ich austeile. Insofern, also das ist am Mana, meine ich. So, jetzt bist du dran. Okay, innere Wärme ist, glaube ich, jetzt gerade mal, oder? Mach, was du willst. Weil ich habe bei meinen Sachen nur Schaden. Kacke, ich mich heile, dass ich mehr Schaden mache. Obwohl es auch sehr lustig ist. Ich habe den Steuerspeer eigentlich gar nicht benutzt. Ich mache einen Drehtritt. Der ist irgendwie jetzt gerade sinniger. Wieder mit Lähmen. So, hier. Okay. Und beenden. Fertigkeit bestätigen. Und jetzt haben wir wieder einen Talentpunkt. Wo will ich. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich den aufklatschen soll. Flammende Gnade. Versuch mal das zu kaufen. Wieder das, was du davor hattest. Jetzt nach rechts. Hier? Ja. Geht nicht. Das? Geht nee, nicht. Geht nicht. Habe ich auch schon voll. Eben, aber es ja. Hätte ja sein können, dass du noch irgendwo. Ich glaube, da mache ich, wenn schon, eher das Wärme der Phönix. Des Phönix, weil. Ja, dann mach das. Das bringt mir jetzt, glaube ich, gerade am meisten. Und dann so, bist dann du direkt dran. Blitzschlag oder Geometrie? Du benutzt die Geometriefalle benutzt du so häufig. Oder ja, aber nur gegen viele. Aber also ich glaube schon, dass sie extrem nützlich jetzt sein könnte. Also du kannst du selbst entscheiden, aber jetzt hast du sowieso schon entschieden. Du bist viel mehr gefächert als ich. Ich bin mehr so Damage-Dealer gerade. Beziehungsweise Stunner, insofern. Hier ist ein Scheiße. Oh, da seid ihr gerade kacke von den Wänden ab. Warte mal, ich mach kurz den hier. Bams. Stirb. Ach nee, da ist gar nichts. Halt die reingekriegt Schaden. Ja, stimmt. Vor allem deswegen, weil das für Magier echt gut, weil die alle, bevor die zu dir kommen, schon geschwächt sind. Na, wird ja aber nicht so, es wird ja gar nicht in deine Mitte gelegt, sondern es wird ja mitten in den Feind gelegt oder ach so, wird's? Ja, witzig. Hier ist noch mehr Scheiße. So. Kam da gerade irgendein. Ne, da kam kein Zeug rausgeploppt. So, da sind gleich zwei Questobjekte. Einmal hier in der Ecke. Das ist, glaube ich, das andere Buch. Zumindest danach aus. Da kommen wieder Spinnen auf uns zu. Oh, da kommen gleich ganz viele Spinnen. Na, nee, jetzt hat das genau in meiner Mitte. Sonst hat jetzt das immer besser. Ist auch egal. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich wissen wir ja keine Gegner mehr da waren. Lass mich kurz hier rüberlenken. Naja. Der ist ja schon eh gleich weg. Ja, ich glaube auch. Ja. Ach man, da kommt gerade wieder so ein ekliges von der anderen Seite. Aber die gehen zum Glück relativ schnell down. So, und da ist wieder das Buch. Ja, das Haus Mangels. Ja, gut, ich glaube, das sehen wir jetzt nicht durch mal wieder, weil das irgendwie lame ist. So, und dann speichern wir. Ja, ich glaube auch. Das ist jetzt vor allem, das ist so eine Art Bosskampf oder was ist das? Hier ist Treasure. Fischer! Oh, bevor wir. Ich würde erstmal mich ausrüsten. Weil wir haben gerade eine Quest sozusagen angefangen oder fast abgeschlossen. Ja, so, ich das ist auch. Nichts Neues. 8 Ausdauer. Zwar die Rüstung viel weniger, aber Schutz ist auch viel höher. Schutz ist, glaube ich, relativ ganz. Strafe. Gut. Das ist so gegen. Oh, ich glaube, Schutz ist gegen. Strafe. Aber das Blau ist besser, ich glaube schon. Müsste, glaube ich, Magiker Schaden sein. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich mach das so. Und Schutz ist, glaube ich, hier gegen Dingensens, dass du ist genau dasselbe übrigens. Oder irgendwie sowas. Genau das super. Nochmal. Oder? Nee. Venus minus 7 Beweglichkeit. Minus 4 Rüstung und minus 4 Schutz, aber Strafe, Blocken. Ja, bloß Venus. Ich glaube nicht, dass Strafe und Blocken so gefühlig sind. Doch, bin dann bist sicher. Du dran. Gut. So, Ausrüstung. Du kannst übrigens auch einfach drücken und damit RB die ganze Zeit durchswitchen. Ja, ich weiß, aber... Aus dem Tab. Na, ja? Ja. So,